aber Klaus geht zum Gleitschirmfliegen, wie man sieht. Sehr schöner, sehr kontrollierter Start. Mit meinem bin ich auch sehr zufrieden. Ist das geil. Wir wollen schauen, wie weit wir noch bis zum See kommen. Und wenn wir dort zu tief sind, könnten wir hier noch notlanden. So, nur noch 300 Meter über Grund. Das ist dann doch ein bisschen eng, also lieber hier umdrehen, um zu schauen, ob man von hier wieder zum Landeplatz kommt. Mit Rückenwind, Gleitzahl von über 12, das ist natürlich fantastisch. Der Landeplatz nähert sich ziemlich sicher.